Wir sind live. Wir sind live. Woo! Hi. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Ich höre mein Herz selber in mein Mikrofon schlagen. Hallo. Wir sind jetzt schon ganz schön viele, habe ich gerade gehört. Ich glaube, 700 Menschen gucken schon zu, obwohl Tagesschau gerade läuft und ich bin ein bisschen spät dran. Sehr viel Verzeihung dafür. Ich musste meinem Opa noch einen Link schicken. Opa, ich möchte, dass du bitte zuguckst. Wenn nicht, dann ruf irgendjemanden an. Dann kriegen wir das schon hin. Schön, dass ihr da seid. Erstmal einen wunderschönen zweiten Advent. Und ich muss gegen die Aufregung jetzt unbedingt ein Lied spielen, zuallererst. Und dann stelle ich euch mal vor, wer alles hier mit im Zimmer ist, damit ihr das wisst. Es sind Menschen im Off und es sind Menschen hier neben mir. Aber das gleich, wenn das Herz aufgehört hat, so dolle laut zu boggeln. Abend ist schön, ich geh nochmal los. Die Latschen sind eng und die Welt ist so groß und nach unten gebogen, damit wir nicht sehen, was da noch kommt, wenn wir doch weitergehen und kein Katzenkopfpflasterstein heilt. Die Heimat nochmal. Warm und die Sterne so nah und kein Blau und kein Sonnenlicht blendet den Blick. Sternenlicht fällt, Augenlicht fällt zurück und kein Schäfchen Wolken, lieber Gott, lässt mich heute allein. Es ist alles da. Das bis morgen reicht. Zu Hause Pfandflaschen, da wird die Welt leicht und kein Glücksersatzwunsch zetteln. Messer mir stumpf. Es ist alles da. Ist so klein. Passt einer auf oder sind wir allein? Ist das alles geliehen und wer kriegt es zurück? Jahwe, Allah oder Quantenphysik? Nur ein Ach, wie gut, dass niemand weiß. Hilft der Königin nicht? Es ist alles da. Thank you.
könnt so lautlos klatschen. Ihr dürft, glaube ich, nicht klatschen. Wir haben nämlich hier sogar ein bisschen Publikum, die winken jetzt ganz wild. Ja, Antonia, die Lisa und der Stevie. Das ist total cool, weil dann hat man auch so ein bisschen Action im Raum. Hier seht ihr meinen wundervollen Bühnen- und Albumkollegen Erik Manus. Bitte einen dicken Applaus. Wir haben mal ein Konzert für gehörlose Menschen gespielt und die haben auch so geklatscht. Das ist ganz schön, auch diese Stille auszuhalten und sich einfach mal selbst zu loben. Was hat denn das Team? Ah, genau, wir haben heute den Lukas und die Cat am Chat. Und Cat am Chat schreibt hier schon Sachen. Schreibt sie schon Sachen? Facebook, 758. Woohoo! Patrick, es tut so gut. Ey, uns tut's auch so gut. Ich find's so geil. Hier ist übrigens noch dabei der wunderbare Johannes Bigge. Hey, woo! Und wir haben noch nachher Gästinnen auf der Bühne, also im Wohnzimmer hier. Das wird fein. Was wollte ich sagen? Dieses Lied ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Was wir gerade gespielt haben, ist von Bastian Band. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der spielt auch gerade ganz viele Konzerte und jetzt natürlich keine mehr, weil keiner spielt gerade Konzerte außer online. Aber nächstes Jahr wieder. Guckt doch mal rein, das lohnt sich ganz sehr. Der spielt schöne, schöne Konzerte. Und ich hole jetzt von ganz weit hinten meine nächste Ukulele. Oder Erik holt sie mir. Geil. Ich habe ja noch gedacht, wir suchen zwischendurch so Gedichte aus. Vielleicht. Ich habe nämlich hier mir so Markierungsdinger in meine Bücher gemacht. Und habe gedacht, Johannes sucht sich ein Gedicht aus. Du kannst sagen, was Schweinisches oder was mit Weihnachten. Aber überlegst dir ruhig in Ruhe. Wir machen es einfach nach dem nächsten Lied. Okay? Beides. Also was Schweinisches oder was mit Weihnachten. Weihnachten. Und wenn ich das Richtige dann finde, dann kriegst du auch das, was du willst. Ansonsten kriegst du das, was ich will. Aber es kann manchmal auch schön sein, auch wenn man erst ein bisschen Angst hat. So, was wollte ich erzählen? Heute stellen wir auch ganz viele neue Lieder vor vom neuen Album. Ich muss nochmal stimmen. Das soll ja auch schön klingen. Schweihnachten. Ja, Schweihnachten. Geil. Ich habe hier so einen Teleprompter. Das ist total lustig. Ich komme mir vor wie Harry Weinfurt. Der hatte bestimmt auch so einen Teleprompter. Wo dann immer, na egal. Das ist ein anderes Thema. Was? Nee, die Gedichte werden nicht darauf. Auch wenn jemand ein schweinisches Gedicht für mich hat, was ich vorlesen soll, könnt ihr das auch da reinschreiben. Mal gucken, ob ich da Lust habe. Aber vielleicht lese ich sonst auch was offen. Grüße aus dem Ruhrgebiet. Grüße ins Ruhrgebiet zurück. Woo! Das Ruhrgebiet. Wir singen euch jetzt ein Lied. Es hat sich gereimt. Ich bin Poetin von Beruf nämlich. Für das Ruhrgebiet. Es schläft ein Lied. Bye.
Haut schon hart und noch weich dein Gesicht. Und wir wussten nicht, wie uns geschah. So im Rausch und im Sterben so nah. Ganz schlimm gerade, dass ich sitzen muss. Ich würde so gerne hopsen. Aber ich muss ja nicht. Ich habe es ja so gewählt. Und, Johannes Bigge, hast du dich entschieden? Schweinisch, ne? Ehrlich, jetzt schon schweinisch? Okay, da bin ich voll dabei. Los geht's. Also, ich geb dir mal hier mein Gerät in die Hand. Da trinke ich mal noch da drauf noch einen Schluck. Sehr zum Wohle. Was habt ihr euch so? Habt ihr euch Schnittchen geschmiert? Ich finde ja... Ich finde es auch so schön. Helmut findet es schön, soll ich sagen. Klatsch, 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 sagt Mighty Insekt. Schweinisch, ja? Also passt auf. Ich habe das in der Badewanne geschrieben, das Gedicht. Und ich habe es gleich aufgeschlagen. Das ist Schicksal. Musenbrief. O Musenliebster, küss mich wild, weil mich des Nachts kein Lied mehr stillt. O Musenliebster, küss mich hier, ich bin so, ach, ich platze schier. O Musenliebster, sei bei mir, mein Herz klopft wild an deine Tür. O Musenliebster, küss mich dort, von dir trägt mich kein Ding mehr fort. Noch Furcht, noch weder sonst etwas. O Musenliebster, mach mich nass. Es wird immer peinlicher, pass auf. O Musenliebster, küss mich blau mit deinem Blick und beiß mich rau. O Musenliebster, küss mich zart mit deinem Kratzewollebart. O Musenliebster, fass mich an, mein warmer, wilder, weicher Mann. O Musenliebster, atme hier, mein gutes Riesenschnaufgetier. O Musenliebster, spiel mit mir, mein Busen ist so zwick nach dir. O Muse unter meiner Decke, verzaubere mir die Schnurzelschnecke. Ich bin so hui, ich bin so wow, es grüßt dich deine Musenfrau. Oh, da ist gleich die Schnecke vom Dings geburzelt. Vor lauter. Oh mein Gott! Es ist so peinlich. Jetzt hat mein Opa vielleicht zugeguckt. Mann, Johannes, hast du dir das gut überlegt? Was machen wir jetzt? Ach so. Stimmt, jetzt kommt das mit der E-Gitarre. Das Lied. Das passt ja gut. Apropos Liebe. Oder? Kommt jetzt das? Ja, das kommt jetzt. Ach Mensch, Leute. Ich bin ja echt vergesslich. Meine Mama weiß das gut, weil ich habe sie damit in den Wahnsinn getrieben. Also mindestens 20 ihrer Falten kommen von mir, weil ich immer alles vergessen habe. Ich habe das meinem Sohn weitervererbt, aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen habe ich jetzt sehr viel Nachsicht. Und ich bin auch in der Liebe so, dass ich immer wieder alles vergesse. Das ist vielleicht auch manchmal ganz gut, dass man Sachen wieder vergisst. Und deswegen schreibe ich mir manchmal Lieder, um mir unbedingt zu merken, dass es eine ganz dumme Idee ist, also in diesem Fall ein Lied, um mir zu merken, dass es eine ganz dumme Idee ist, wenn man jemanden retten will. Das sollte man nicht tun. Naja. Weil jeder sich nur selber retten kann. Bla bla. Das klingt immer, in der Theorie klingt das voll schlau. Oh, das Ding ist aus, deswegen. Moment. Der Wolf. Musik.
Der Wolf und du, du, der Wolf, ihr seid euch beim Bäcker begegnet. Du wolltest dir Riesenblasen Kaugummis kaufen. Und er hatte sich nur hoffnungslos, wie das eben manchmal so ist, verlaufen. Und der Wolf ist noch jung und ahnungslos. Sein Rudel weit weg und der Hunger ist groß. Und du lockst ihn mit gut gemeinten Versprechen und fütterst ihn mit Waldmeisterbrause. Und weil du es nicht besser wissen kannst, nimmst du ihn mit zu dir nach Hause. Und jetzt fühlst du dich wie was Besonderes, denn ein Wolf geht nicht mit jedem heim. Da muss dann schon Schicksal oder wahre Freundschaft oder andere große Gefühle im Spiel sein. So fangen viele Geschichten an, täglich treffen Wesen auf Wesen. Und jedes Mal glaubt das eine in den Augen des anderen seine Wahrheit zu lesen. Ey, Daniel trinkt Wodka, lese ich gerade. Krass. Und er läuft weg und er läuft weg und du fängst ihn wieder ein. Aber er will einfach nicht wieder fröhlich sein. Du baust ihm eine hübsche Klappe in dein Haus und gehst jeden Tag 2 Stunden mit ihm raus. Du schleppst ihn zum Doktor, du machst dir Sorgen, du analysierst ihn und du redest ihm zu. Und du sagst, hey, geh doch mal wieder raus, den Mond anheulen. Wer soll das machen? Wer, wenn nicht du? Aber der Wolf wird schlecht gelaunt und müde und schlapp. Nein, er braucht dich nicht zum Glücklichsein, auch wenn er manchmal deine Nähe mag und es zerreißt dir das Herz, doch dann lässt du ihn los. Ich weiß, es tut weh, aber du bist doch schon groß. Denn der Wolf will nicht gerettet werden, nein, Liebling, auch nicht von dir. Der Wolf wird dir immer wieder wehtun. Wahre Liebe lässt gehen, wahre Liebe lässt gehen. Johannes Bigge, du hast so schön gespielt. Prost. Und deine Schnürsenkel passen genau zu meinem Mikrofonkabel. Übelst sexy. So, wer wünscht sich jetzt das Weihnachtsgedicht? Irgendjemand muss sich das wünschen. Antonia wünscht sich das Weihnachtsgedicht. Cool. Auch Eierlikör aus Göttingen und Kartoffelsuppe. Eierlikör aus Göttingen? Ja. Likör schon. Ja, Eierlikör ist ja so, ist schon so ein Weihnachtsding irgendwie, ne? Lila trinkt Bier. Bisschen Bier. Ich trinke Weißweinschorle und etwas Ingwer, um das auszugleichen. Karma-Ingwer. Okay, was wollte ich jetzt? Dieses Gedicht mit den, naja, mal gucken, ob ich es finde. Ich muss halt so ein bisschen rum. Naja, ihr beißt nochmal in die Schnitte. Ah, hier. Es sind aber 2. Antonia, soll ich beide auf einmal aussuchen oder willst du, dass Lisa sich danach das 2. wünscht? Du willst beide, okay. Also passt auf. Kann ich mir einen Weißwein holen? Ey, na klar, hol dir in Ruhe, aber mach keinen Krach. Ich will Besinnlichkeit, bitte. Okay, passt auf. Wunschzettel 1. Ich weiß, du willst nichts von mir hören. Ich wünsche dir ein frohes Fest. Ich halte nichts von Engelschören und dass man sich in Ruhe lässt, wenn man sich fürchterlich vermisst. Ich halte nichts von Bratenröhren, in denen man die Gans vergisst. Und Leuten, die sich Treue schwören, wo Treue nur noch Lüge ist. Dass man nicht sein will, wo man ist, ist jedes Herzens eigene Schuld. Und auch, dass man jemand vermisst und sterben will vor Ungeduld. Da helfen keine Engelsstimmen. Kein Lichterkettenkerzenschein.
wenn ich noch einen Wunsch frei hätte. Ich wollte bei dir sein. Oh, jetzt hat es mich ein bisschen. Das ist ganz schön kitschig. Ich finde auch, es ist viel ist drin. Also jetzt so im Nachhinein betrachtet. Aber es ist auch ein bisschen wie schön, sagt man in Sachsen. Du fandest es gut? Cool. Das freut mich. Das andere lese ich später. Oder vielleicht, nee, vielleicht lese ich auch jetzt schon, weil Erik holt ja noch seinen Wein. Kann ich eigentlich auch. Du hast es dir zweimal gewünscht, das zweite. Wunschzettel, die zweite. Gott, hatte ich eine Sehnsucht. Meine Güte, ging es mir schlecht. Aber irgendwie auch gut gleichzeitig. Es war so die Zeit, da habe ich in Tübingen gelebt und in meiner Badewanne verdammt viele Gedichte geschrieben. Kurz vor Weihnachten lag ich 4 Wochen in der Wanne. An Weihnachten war ich ganz schrumpelig. Und dann verließ mich mein... Nein, Quatsch. Okay, also Wunschzettel, die zweite. Du kommst genau richtig. Wenn man geliebt wird, ist nicht... Nochmal. Wenn man geliebt wird, ist es nicht recht. Und wenn nicht, dann auch nicht. Nein. Man fühlt sich weder gut noch schlecht und möchte stets woanders sein. Man öffnet Türen, 24, und kauft Geschenke noch und nöcher. Man tut, als säße man beisammen und füllt nur die Bedürfnislöcher. Man tut gemütlich, weil man strickt. Man schenkt Kaffeeperkulatoren. Und während man alte Gewohnheiten pflegt, ist draußen irgendwas erfroren. Menschen stehen an den Gräbern. Leere füllt die kalten Seelen. Man stopft sie zu mit 1-2 Gläschen und fängt an, Sachen zu erzählen. Der eine geht noch schnell was holen, der andere will den Braten retten. Die Liebe steckt in Spielkonsolen, unterm Baum mit Lichterketten. Und alle so, wow, die Lash ist voll selbstgerecht. Hat doch ihrem Kind bestimmt auch schon mal eine Spielkonsole geschenkt. Ja, habe ich. Ich habe noch mehr Gedichte. Also Schweinische habe ich nicht mehr. Aber vielleicht sowas mit, will jemand was mit einer Prinzessin? Dann könnte jemand was in den Chat schreiben. Ich überlege mir dann, ob ich das auch will. Was machen wir denn jetzt? Wir spielen jetzt noch ein Lied, oder? Ah, wir spielen jetzt das. Ah, geil, da muss ich die Geschichte erzählen. Passt auf, ihr habt ein bisschen Zeit, oder? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Ist ja Lockdown, wir haben alle so viel Zeit. Passt auf, also, das ist ein Lied, das habe ich geschrieben, das ist schon ganz, ganz alt. Das habe ich geschrieben für meine liebe, liebe Freundin Anna. Vielleicht ist sie jetzt auch mit am Start und sitzt auch mit Schnitschen. Und mit ihrem Peter auf der Couch, dann an dieser Stelle liebe Grüße an meine Freundin. So, und Anna hatte das Problem, die hat sich in so eine unsägliche Flachpiepe verliebt. Also das ist natürlich Jahrhunderte her, also nicht Peter, also nicht du jetzt Peter, sondern die Flachpiepe vor dir. Und Anna hatte übelst Kummer und der Typ war aber einfach, also das war so eine Null-Dings. Ich glaube, viele Menschen mit besten Freundinnen kennen das sehr, sehr gut. Und ich habe nächtelang darüber mit Anna nachdenken müssen, was Flachpiepe wohl meinen könnte, wenn er nichts sagt und so. Und dass er ja eigentlich, also wenn er nett wäre, wäre er ja total nett. Und das Dumme ist, wenn jemand einen immer, immer scheiße behandelt, ja, dann kommt man irgendwann an so einen Punkt, dann kriegt er einen Keks, nur weil er heute mal nicht auf den Tisch gekackt hat. Und das ist, so einen Punkt hatten wir dann mit Flachpiepe eines Tages erreicht. Und ich fand es echt schlimm. Aber manchmal an Weihnachten, wenn Anna und ich uns in unserer alten Stammkneipe getroffen haben, dann hatte sie so ganz helle Momente, wo sie ihren wahren Selbstwert erkannt hat. Aber leider war sie in diesen Momenten und ich auch sehr besoffen. Also wir hatten dann schon viele Schnäpse im Kopf. Vielleicht kennt ihr das auch. Und dann erkennt man so den wahren Wert von sich selber und sagt so, ich habe was viel Besseres verdient. Ich bin so schön und so schlau und überhaupt taktvoll und charmant. Und ich mache jetzt Schluss. Aber das ist eine super schlechte Idee, dann besoffen Flachpiepe anzurufen, weil dann fällt man nur in Flachpiepe wieder rein und das ist alles Quatsch. Deswegen habe ich gedacht, das wäre total geil, man hätte so ein Lied, das muss man nur noch abschicken. Ein Abschlied. Und das spielen wir jetzt, das Abschlied für Anna. Und ein Hoch auf Peter. Peter ist keine Flachpiepe, Peter ist super. Peter, ich finde dich absolut spitzenmäßig klasse. Liebe Grüße an Anna. Jetzt höre ich aber auf. Hat jemand sich schon... Ich muss mal kurz lesen, wie viele Leute sind weg. Woohoo! Krass. Insgesamt 1500 Leute. Sagt euren Omas Bescheid und schickt die Links rum per WhatsApp. Oder mein Opa, der sagt immer WhatsApp. Aber hoffentlich hat er jetzt auf den Link geklickt. Opa, wenn du da bist, schreib mal. Das kann der aber nicht. Ich glaube, das kann er nicht. Kat, kannst du mal meinen Opa anrufen, ob der zuguckt? Mir ist das sonst peinlich, wenn ich schweinisch bin. Okay. Geil. Ich soll gern auf Spenden hinweisen.
Wirklich, das steht hier so. Wer ist denn hier der kapitalistische Scheißer in unserem Team? Ah, nee. Also, wenn ihr mögt, dann tut uns doch bitte was in unseren Hut. Da gibt es, glaube ich, irgendwo so einen Spendenlink und wir freuen uns richtig dolle, weil es ist eine Scheißzeit, aber mehr rede ich jetzt darüber nicht. Ich sag's jetzt einmal und danach gucke ich nur noch böse und ihr wisst genau. So, jetzt geht das Lied los, Abschied, aber bitte nur für Flachpiepen, nicht für nette Menschen. Achso, und sagen die, das Geld haben wir auf der Straße immer gesagt, vorher falten, bevor es in den Hut. Das ganz ist richtig. Schlau, genau. Vorher das Geld falten, bevor. Liebe Grüße an dieser Stelle an unseren Kollegen Felix Meyer. So, jetzt aber. Du bist wirklich nicht sehr schön. Und das meine ich jetzt nicht optisch gesehen. Nein, du bist wirklich von oben bis unten knackig und frisch, aber aufregend oder wenigstens interessant bist du nicht. Sorry, Baby, aber außer Bob Dylan haben wir zwei nichts gemein. Und weißt du, das reicht jetzt wirklich nicht, um langfristig glücklich zu sein. Und ich sage, die Zeit mit dir war dann bien que mal. Und wir sehen uns bestimmt wieder irgendwo. Ja, ich ruf dich an, aber weißt du, wenn ich ehrlich bin, sag ich das meistens nur so. Sorry, Baby, aber du und ich, wir passen nur in der Mitte zusammen. Und weißt du, auch ein sehr großes Stück Holz macht alleine noch keine Flammen. Für dich da draußen. Du hast gar keinen Grund, deprimiert zu sein. Mach doch nicht so ein Gesicht. Sorry, Baby, aber du und ich, wir wollen was anderes vom Leben. Und weißt du, Sherry, es liegt nicht an mir, aber was solltest du mir schon geben? Hat sich bestimmt gefreut. Vielleicht guckt er ja auch zu. Man weiß es nicht. Ich habe mich schon wieder in meinen Kabeln hier verheddert. Ich komme gleich wieder raus. Jetzt. Ja. Also. Das klingt alles in der Theorie, klingt das immer so geil, ne? Mit dem Abschied nehmen und mit dem ganzen. Man schreibt sich Lieder, um sich Sachen zu merken, aber irgendwie. Kennt bestimmt Findet Nemo, ne? Diesen Film. Und da gibt es doch diesen Fisch, der blaue Fisch. Ich bin dieser blaue Fisch. Ich bin Dori. Dori hat Demenz und schwimmt immer überall rum und sagt, oh, hier war ich ja noch nie. Und so bin ich ungefähr in der Liebe auch. Immer von vorne wieder lachend in die Kreissäge. Alles geht wieder von vorne los. Naja. Und dann habe ich zum Glück diese Rassel, an die ich mich jetzt klammern kann, während ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, ich habe den Faden verloren. Ich möchte nicht weitersprechen, bitte. Ich erzähle jetzt, dass ich ganz viel spazieren war in den letzten anderthalb Jahren. Vielleicht ihr auch.
Und ich habe manchmal, wenn ich ins Grüne gehe, dann blubbert das aus mir raus. Da schreibe ich lauter Sachen auf, die sich reimen. Und weil ich ja immer alles vergesse, muss ich die eben, also schreibe ich die auf. Und dann habe ich so ein schwarzes Buch. Und wenn ich da reingucke, da finde ich manchmal Zeug. Also ehrlich. Und dann stand da so ein Gedicht drin. Und da stand oben drüber, Leipzig Spaziergang November 2020. Und dann habe ich das Gedicht gelesen und dachte so, uiuiuiui. Heiliger Strohsack, da muss ich gleich mal meinen Rassel rausholen. Das war aber eine schöne Begegnung. Und dummerweise hatte ich dann vergessen, mit wem ich da spazieren war. Und deswegen habe ich gedacht, falls sich jemand jetzt sehr angesprochen fühlt von dem folgenden Lied und zufällig im November letztes Jahr mit mir spazieren war in Leipzig, der könnte sich ja vielleicht dann melden im Chat. Hat jemand so lange schon mal eine Frage vielleicht? Nee. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ah, grüezi. Die schwierigste Seite war. Krachmacher Else. Ey, dich kenne ich doch. Krachmacher Else. Leschi, ich wünsche mir von euch sehr 1001 Menschen. Ey, das können wir machen, oder? Später vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Geht klar. Krachmacher Else. Kein Problem. Ich gucke. Alles klar. Gut. Sehr sympathisch. Ich finde euch auch alle sehr sympathisch. So, los geht's. Ronny schreibt auch noch. Ich wünsche mir ein Gedicht mit Happy End. Okay, wie ist das gemeint? Ich habe bestimmt noch irgendwo ein Gedicht mit Happy End rumliegen für dich, Ronny. So, jetzt erstmal das Lied. Und Liebe. Ach, mit Liebe. Oh Gott. Ja, mit Liebe ist eh viel schöner. Gut. Ich habe die Kerzen gar nicht angemacht. Scheiße. Mach mal in der zweiten Hälfte, mache ich dann die Kerzen an. Wehe, ihr kommt nicht dazu. So, los geht's. Um.
Manus, ich klatsche für deinen Bumm. Ich liebe dieses Bumm am Ende. Bumm. Ja. Was machen wir jetzt? Ach, krass. Jetzt kommt eine ganz, ganz besondere, super, super tolle Person und noch eine weitere mit zu uns auf die Bühne. Ich freue mich ganz, ganz sehr. Ich sag sie gleich. Und dann, ne, ich kündige jetzt schon mal an und dann hopselt ihr los, sobald ich euren Namen sage. Das schafft ihr. Es ist ja alles klein und eng hier. Wir machen übrigens auch eine Pause im Set. Also nicht jetzt pullern gehen. Weil jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe mit dem Erik zusammen ein neues Album gemacht. Das heißt Triggerwarnung und ist gerade erschienen. Genau wie das letzte Album, pünktlich zum quasi Lockdown. Super Timing. Naja gut, manchmal klappt es mit dem Timing, manchmal nicht. Ist halt so. Aber es war unglaublich und ist unglaublich wichtig und schön, dieses Album geschrieben zu haben. Zum einen, weil es wunderschön war, in diesen Prozess zu gehen und mit dir Musik zu machen. Wir sind ja schon viele, viele Jahre zusammen unterwegs. Und zum anderen, weil in dieser Zeit, als ja alles still wurde um uns alle und wir plötzlich alle anhalten mussten, diese Alltagsbremse hatten, da habt ihr sicher auch gemerkt, da ist dann auch Raum da, damit Themen hochkommen, die einen vielleicht schon lange beschäftigen. Und es gibt ein Thema, das mich schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Und es ist vielleicht das ehrlichste, klarste und offenste Lied, das ich je geschrieben habe. Und es hat mich viel, viel Kraft gekostet, dieses Lied zu erzählen. Und es geht in diesem Lied um meine Geschichte. Und ich erzähle sie nicht deshalb, weil ich da mir irgendwas verspreche. Ich glaube nämlich auch, dass es da wenig Raum für gibt, wenn man solche Sachen erzählt oder so, auch wenn es gerne mal vorgeworfen wird. Aber weil ich es wirklich sehr, sehr wichtig finde. Ich hätte mir, als ich jünger war, mehr Schwestern gewünscht, mehr Frauen um mich herum, die zu mir halten und für mich da sind und mich nicht als Konkurrenz sehen. Und ich glaube, das ging ganz, ganz vielen anderen Frauen auch so. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr zusammenhalten. Und deshalb erzähle ich diese Geschichte, weil ich eine gute große Schwester sein möchte, weil ich genau wie viele andere weiblich gelesene Personen und nicht cis-heteromännliche Personen viele, viele Dinge erleben, und zwar täglich, die nicht schön sind, die übergriffig sind und von sexualisierter Gewalt oder emotionaler Gewalt betroffen sind. Und ich habe mal gelernt, wenn man über sowas diskutiert, ist es immer sehr schwierig, weil es gibt oft Leute, die haben so tolle Argumente und so super Zahlen und die sagen dann Sachen wie, es muss doch jetzt auch mal wieder gut sein mit diesem MeToo. Das sind jetzt schon irgendwie über 10 Jahre oder so. Und es ist überhaupt nicht gut, weil solange ich als betroffene Person für mich selber noch sprechen muss, obwohl ich es auch schon oft versucht habe, als ich jünger war, sind wir noch nicht am Punkt, sondern wenn alle, die jetzt gleich bei diesem Lied Bauchweh kriegen, dann doch mal den Mund aufmachen für die Betroffenen, dann sind wir irgendwann vielleicht in der Richtung am richtigen Punkt. Und das beste Argument in solchen Diskussionen, um darauf zurückzukommen, wenn man mit Leuten diskutiert am Kneipentisch oder so und die sagen, das ist alles nicht mehr nötig, das mit dem Feminismus, das muss ja jetzt auch mal Schluss sein langsam. Das beste Argument ist, also meine Geschichte geht so. Und meine Geschichte hat mich kaputt gemacht und verletzt. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt wieder einen Selbstwert zu spüren und bin ganz, ganz weit weg davon, jemals geheilt zu sein. Das ist nämlich das beste Argument, weil wer dann noch ein Argument dafür hat, dass das okay gewesen sein soll, der ist einfach nur ein Arschloch und mit dem würde ich auch kein Bier mehr trinken. Und jetzt fühlt euch alle ganz, ganz festgehalten von uns, die wir jetzt für euch alle dieses Lied singen, und steckt euch die Taschensache ein, falls ihr mal für jemanden oder für euch selber aufstehen wollt und müsst. Ich hatte ganz tolle Menschen an meiner Seite, die mich begleitet haben, im Prozess dieses Songs. Eine ist leider heute nicht hier, und das ist die Wenke Wolny von Karl die Große. Aber zwei Leute sind heute hier, die mich auch begleitet haben. Zwei ganz tolle, liebe Menschen. Bitte begrüßt mit einem lauten, sehr lauten Applaus. Wir wollen es bis hierhin hören. Cat Kempf und Antonia Hausmann. Das haben jetzt, wie viele Leute haben das jetzt gesehen, dass du jetzt mich gestreichelt hast? Ist doch schön, oder? Ich streichel zurück. Komm, ich streichel dich. Komm, wir fassen uns auch mal kurz an. Wir sind ja, wir dürfen. Spread the love. Spread the love. Ach, das Instrument.
Sprecht ihren Namen, bis jeder sie hört. Alles, was vorher war, habe ich vergessen. Die Jungs waren alle älter, ich habe auf dem Rücksitz gesessen. Die anderen Mädchen mochten mich nicht. Es gab keine großen Schwestern, denn auch sie hatten Angst und sie trauten sich nicht. Waren immer am Lachen und Lästern. Mama sagte mal, sei nicht traurig und dein Liedstrich muss akkurat sitzen. Du riechst wie eine Bordsteinschwalbe, geh nicht bauchfrei, du musst dich schützen. Sie hatte gelernt, sie muss es schaffen. Immer besser und immer allein. Und die Schuld dafür, was aus mir wird, wird natürlich auch ihre sein. Mein Stiefvater fuhr LKW, seine Rosthänger waren immer schmutzig. Er tauschte Pornos mit meinem Freund. Ich war wütend, sie fanden das putzig. Sei nicht so empfindlich, Mädel, sagte er höhnisch und lachte. Sein Schweigen war stets so gewaltvoll, dass es mir Bauchschmerzen machte. Obwohl ich noch viel zu jung war, gab der Barkeeper mir einen aus. Die knutschten kaum, ich sollte gleich auf die Knie. Sein Schweigen war auch so laut, als ich mir meinen Teenager-Hintern auf seiner Motorhaube verbrannte. Dachte ich, dass ich selber schuld bin, weil ich ja bauchfrei rumrannte. Er schwängerte mich hinterm Sportplatz, wegen Schule habe ich abgetrieben. Die blauen Flecken waren leicht zu verdecken, was genau geschah, habe ich verschwiegen. Noch lang spürte ich seine Blicke durch jedes Schlüsselloch. Und ich weiß noch, dass sein Bart nach Bier und nach Tabak roch. Von da an war mein Körper gefährlich, mein Körper meine Luft, mein Licht. Von da an war ich gefangen, von da an versteckte ich mich. Es passierte noch vielen von uns, ich hab's später erst erfahren, dass ich nicht allein bin, weil wir schweigende Schwestern waren. Diese Geschichte und eine andere Geschichte beginnt. Und ich weiß, dass ich nicht allein bin, weil wir schweigende Schwestern sind. Ich frag mich, wann hört das auf? Warum nennt niemand die Namen der Täter? Warum fühle ich mich immer noch schuldig? So viele Jahre später, niemand muss damit allein sein. Vielen ist sowas passiert und es wird so lange weitergehen, bis es niemand mehr still akzeptiert. Sie sollen wissen, es ist nicht zu viel verlangt, einmal mehr aus Vorsicht zu fragen, denn sie wissen längst, dass es kein Konsens ist. Wenn wir Angst haben, Nein zu sagen, spricht ihren Namen, bis jeder sie hört, bis das Schlüsselloch der Küchentür. Ganz egal, wie kurz dein Rock war, du kannst gar nichts dafür. Zwischen uns passt kein Blatt Papier, weil sich dieses Blatt jetzt wendet, wenn wir uns gegenseitig glauben, damit das hier für immer endet. Sprecht ihren Namen, bis jeder sie hört, bis das Schlüsselloch der Küchentür. Ganz egal, was du nicht getan hast, du kannst gar nichts dafür. Zwischen uns passt kein Blatt Papier, wenn sich dieses Blatt jetzt wendet. Und jetzt komm unter meinen Flügeln, damit das hier für immer endet. Sprecht ihren Namen, bis jeder sie hört. So große Namen, zeig sie ruhig her. Sprecht ihre Namen, bis alle sie hören. So große Namen und keine Angst mehr. Vielleicht mussten manche von euch jetzt sehr, sehr schlucken oder weinen. Und vielleicht haben auch manche jetzt ein schlechtes Gewissen, weil sie wissen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und für euch alle und mich und uns alle spiele ich dieses Lied jetzt, bevor wir in die Pause gehen und uns dann hoffentlich wiedersehen. Denn wir kriegen so oft erzählt, ich merke, dass die Gitarre nicht geht, ne? Dass irgendwas nicht stimmt mit uns. Danke. Das ist der Lukas Studolik. Mit dem stimmt ganz viel.
wenn wir nicht so sind, wie wir angeblich sein sollen, ich verhakel mich sehr und möchte sagen, es gibt keine richtigen Männer und es gibt auch keine richtigen Frauen und es gibt auch keine guten Opfer oder ihr könnt so gesund und so fröhlich sein und trotzdem betroffen sein von sowas. Und ihr müsst gar nichts, das will ich euch sagen. Und auch ich muss gar nichts. Für alle, die mal Kinder waren und für mein Kind. Testament. Auch du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein. Doch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein. Und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief. Achtet auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen. Und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänze, nur Symptomträger im System. Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch bloß gefangene Geister. Der Unmut wird immer lauter und die Lehrer schreien sich heiser. Empört euch, dass Hänschen nicht ist, was er sein soll, sondern nur, wer er nun mal ist. Die Götter pullern sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was wisst. Und wenn Hänschen ein Hans ist, der eigene Kinder hat, denen er was erzählt, dann merkt Hans und Kunst und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume und rennt damit ständig an imaginäre Wände. Und jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, der ist dann halt auch zu Ende. Geht ihr nochmal lochen für erfundene Zahlen und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Cerealien und Milch, noch ein Carport und noch ein Kredit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle finden's scheiße, scheißert und kauft trotzdem und die Werbung verkauft euch für dumm und dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehern und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd, die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd, die Götter lachen sich krumm. Traumverkäufer, Symptomdesigner, merkt ihr noch, was passiert? Wer hat euch das Land und das Wasser geschenkt, das ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Wertpapierverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, vernarbten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Jemand hat euch mit Schweigen gestraft und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen und sagt ihnen weiter, es würde nicht wehtun, ohne es
so zu meinen. Macht ihr ruhig Pläne, ich stehe am Rand, ich sehe euch und ich bin nicht allein. Hinter mir stehen mehr und mehr Weltfremde, die passen auf nicht hinein. Und jetzt wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht. Kein Augenzwinkern, keine milde Pointe, die das Unwohlsein wieder bricht. Irgendwann werden die Götter nicht mehr lachen und falls es mich dann nicht mehr gibt, hinterlasse ich ein Kind, das sich selbst gehört und dies unhandliche Lied. Vielen Dank und bis gleich. Viertelstunde, dann sind wir wieder da.
Halt! Ich bin doch erstmal Hallo sagen hier. Also zählt da einfach ein. Ich glaub's nicht. Ich habe jetzt gerade noch extra. Ich bin gar nicht an. Ich muss erstmal. Ich hab hier so ein. Entschuldigung. Hallo? Alle sind still. Ich steck auch an der falschen Seite. Jetzt habe ich mich richtig eingestöpselt. Jetzt stimmt's auch wieder. Heute ist für euch am Sound übrigens der Daniel Lichtenstein. Bitte einmal klatschen. Ich hoffe, es klingt alles schön. Sonst Beschwerden bitte in den Chat. Nein, Quatsch. Wir haben jetzt vorhin, ich dachte, ich weiß fast den ganzen Text, nur ein Wort weiß ich nicht, aber dann mache ich einfach Schnäsene. Das merkt keiner und ihr singt ganz laut mit. Genau. Wir machen jetzt ein Weihnachtslied natürlich für euch. Und welches haben wir uns ausgesucht? Wir sagen es Rudolph. Wir sagen es nicht. Wir sagen nicht, dass wir Rudolph the Red-Nosed Reindeer spielen. Okay, holt die Textbücher raus. Los geht's. Schlager und du machst Chipmunks. Geil. Super. Oh, das war schön. Ist doch irgendwie ein bisschen wie schön. Ja. Mit den Weihnachtskitsch. Ja. Weihnachten. Oh. Eigentlich müssten wir auch noch. Nee, das machen wir später. Wir haben ja noch einen Wunsch. Ach, hier hat sich jemand vorhin ein Gedicht gewünscht mit Liebe und Happy End. Und ich habe jetzt was ganz zeitgemäßes ausgesucht. Ich habe zu viel Rosmarin-Chips gegessen. Ich muss was trinken. Ich habe übelst Durst. Ist das Zeug salzig, oder? Habt ihr auch zu viel Chips gegessen? Trinkt mal lieber. Ich wollte was ganz Zeitgemäßes aussuchen, lieber. Ich glaube, es war Robert oder Daniel. Es tut mir total leid. Manchmal kann ich mir von Namen nur die Vokale merken. Jedenfalls hat sich eine Person ein Gedicht mit Liebe und Happy End gewünscht. Und ich lese jetzt ein Patchwork-Liebes-Happy-End-Gedicht. Jetzt lässt du los, heißt es. Und erst trinke ich mal einen Schluck. Achso, und danach gehen wir gleich in den Song. Danach kommt die Löwin. Rawr. Jetzt lässt du los. Ich finde das so lustig. Das hast du so leise gemacht. Wenn ich nicht geguckt hätte, hätte das keiner gehört. Jetzt lässt du los und liegst schlafend und quer auf dem Kissen. Nicht drapiert und gerade wie sonst. Jetzt wissen wir viel und zu viel, und doch wissen wir nicht, was einmal kommt. Jetzt lässt du vielleicht ein wenig los. Jetzt schläfst du und weißt, dass du kannst. Jetzt höre ich dich schnarchen, so wie du einst mich. Und du hast die Hand auf dem Wanst. Und siehst wie ein König im Nachthemd aus und bist es. Und weißt es noch nicht. Ein Held mit wildem Lockengedöns und Falten im Gesicht. Der schönste Sonderling der Welt. Ein Freak im geputzten Kleid. Und all deine Traurigkeit liebe ich. Deine Sorgen und dein Leid. Und ich schwöre, ich habe noch nie geschworen und schon gar nicht in einem Gedicht. Ich lüge nicht und hab nie nicht gelogen. Und keinen geliebt je wie dich. Und alles ist so viel normaler, als du denkst. All das und all du und all ich. All wir und all Angst und all Zweifel. Und alles, was war rund um dich. Deine Kinder sind schöner als jeder Morgen. Und unsere zusammen noch schöner.
Und ich sitz und du träumst. Und ihr schnarcht im Kanon. Und ich weiß, ihr hattet heute Döner. Und ich weiß sonst nichts, weil ich müde bin. Und du schlafwandelst an mir vorbei. Heute hätte ich gern bei dir geschlafen. Doch im Bett bei dir liegen schon zwei. Für die Zukunft habe ich noch kein Rezept und weiß nicht, wie man all das versteht. Vielleicht finden wir es zusammen heraus, wenn morgen der Wecker geht. Ich finde, das war ein schönes Happy End, oder? Klingelingeling! Jetzt kommt Antonia Hausmann zurück. Uhu, ich freue mich so, dass du da bist. Das ist so schön. Das war ganz spontan und das ist sowieso immer am allerschönsten, wenn man gar nicht damit gerechnet hat und dann ups. Oft ist das ja auch mit der Liebe so oder mit dem Eigenheim, ne? So, hoppla, ich wollte gar kein Haus kaufen. So, oder? Naja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich muss mal ein bisschen lesen. Ach so, genau. Vielleicht könnt ihr während dem Lied mal überlegen, ob irgendjemand was fragen will oder so. Oh Gott, es ist so viel hier. Raik ist auch da. Hallo Raik. Raik ist aus meinem Team und der ist heute nicht hier vor Ort bei uns, aber ich sage liebe Grüße an dieser Stelle. Hallo Raik. Raik ist auch im Chat. Jetzt geht's los. Die Löwin. Was? Ach, die Kerzen sind immer noch nicht an. Kann irgendjemand, hat jemand Feuer? Die Lisa hat Feuer. Lisas Papa ist auch dabei. Hallo Lisas Papa. Lisa, bring deine Tochter, holt das Feuer. Los geht's. Abgekämpft, die Zeit hat ihren Zorn gedämpft. Die Löwin hat schon
Dankeschön, Lukas und Dominik. Kerze brennt. Es ist zweiter Advent. Juhu. Ach, schön. Oh, ist das schön. Jetzt habe ich gesagt, die sollen sich die Leute Fragen überlegen. Okay. Wie viele Leute fragen, aus welchem Buch war das Gedicht? Vielen Dank, das ist eine Steilvorlage für einen Werbeblock. Das Gedicht war aus dem Buch von Sarah Lesch. Da draußen Liederbuch. Bei mir im Shop gibt es ganz viele tolle Sachen zu kaufen. Jetzt kommt es leider dieser dumme Werbeblock. Unter anderem auch diese Lieder- und Gedichtbücher. Da sind ganz tolle auch so Akkordsheets drin. Das habe ich mir abgeguckt bei meiner lieben Kollegin Dota Kehr. Die hatte so ganz tolle Liederbücher mit so, wo das so einfach ist für Leute, die eigentlich kein Instrument gelernt haben, so wie ich zum Beispiel. Und da ist das alles genau aufgeschrieben, wie man das anfassen soll. Das, genau. Und so habe ich das dann auch gemacht in meinen Liederbüchern. Und bei dem neuesten davon, nämlich das Liederbuch von der CD, der Einsamkeit zum Trotze, gibt es sogar noch eine CD, die man einfach einlegen kann und dazu singen. So Mini-Playback-Show-mäßig. Finde ich auch irgendwie cool. Irgendwann will ich ja mal so wie Mareike Amado sein eigentlich. Ich hätte auch gern so irgendwann so eine Mini-Playback-Show. Ich fände es irgendwie cool. Also wenn jetzt so ein Scout zuguckt, naja, falls ihr mich mal casten wollt für so eine Mini-Playback-Show, ich wäre bereit. So, was wollten wir jetzt machen? Ach so, genau, wir wollten das mit dem Feminismus noch klären. Das machen wir mal kurz, bevor die Schnecke wieder abrauscht hier. Gib Obacht, dass die Schnecke nicht abrauscht. Die ist voll wichtig, weil ich komme immer so schnell in Stress. Und dann denke ich, zu Hause liegt immer diese Schnecke. Und dann gucke ich die an und denke, langsam, Leschi. Leschi, halt's Maul. Halt einfach mal das Maul, denke ich dann. Und es tut gut. Das ist voll gut, mal so ein bisschen Erdung haben. So, oh, Antonia Hausmann, ich bin so geil auf die Trompete, die du gleich spielst. Posaune, Entschuldigung. Ich sag's immer wieder falsch. Es tut mir so leid. Aber ich bin Autodidakt. Das ist okay. Ich habe das nicht studiert. Deswegen Posaune. Es ist eine Posaune, natürlich. Wo ist das Fettnäpfchen, bitte? Aber es wollten ja Leute Fragen stellen, fällt mir gerade ein. Ich wünsche mir nichts. Ja, das machen wir noch später. Danke für das Gedicht, hat mir sehr gefallen. Das ist schön. Wie tief ist das Meer? Ja, das würde ich auch gern wissen. Was ich mir zu Weihnachten will. Ah, die Conny fragt, Sarah, was wünschst du dir zu Weihnachten? Das finde ich irgendwie spaßig, vor allem, weil sie es zweimal fragt. Das finde ich irgendwie cool. Was wünsche ich mir zu Weihnachten? Ich wünsche mir ein Fest mit meiner Familie, in der, auf dem alle, die zu meiner Familie gehören, dabei sind. Und ich glaube, das wird fast nicht möglich sein, aber das würde ich mir gerne wünschen. Das wäre für mich das Größte überhaupt. Was wünschst du dir, Erik? Wünschst du dir auch was? Dass die Leute, die irgendwie gerade flüchten und so, ja, dass es denen ein Stück weit besser geht, dass ihnen geholfen wird, dass sie nicht frieren müssen und so. Und ein bisschen Schnee wär auch gut. Ich würde gerne meine Langlaufskier, so wie letztens im Februar hier in Leipzig, einfach vor die Tür gehen mit den Skiern und Skifahren. Das war krass, da war alles zugeschneit, ne? Ich weiß noch, ich hatte die roten Motorradstiefel an und bin zu dir gekommen zum CD-Aufnehmen. Ja, da haben wir das Lied, haben wir da, glaube ich, irgendwann eingespielt, auf jeden Fall in der Zeit. Was wir jetzt gleich spielen. Ja, ich wollte das noch mit dem Feminismus klären, deswegen, weil ja immer sehr viel Unsicherheit entsteht. Ja, also was darf man denn jetzt noch? Oh mein Gott, ich bin ganz verunsichert. Es tut mir so leid für alle, die super verunsichert sind davon, dass sie alte Rollenbilder aufgeben müssen. Ich glaube aber, dass es uns allen sehr viel mehr Spaß macht, wenn wir endlich mal ein bisschen locker lassen und diese ganzen blöden Bilder mal aufgeben davon, wie wir zu sein haben. Und was dafür echt ein gutes Rezept ist, ist so, dass man einfach sich traut zu sein, wer man ist. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Da gibt es ja eben auch Vorbilder und tolle Personen, die einem vielleicht so Geschichten auch vorleben, wie sie sind. Und ich habe gelernt, dass es ganz wichtig ist, zu sagen, was man braucht
Und das ist auch gar nicht so, es ist nicht so leicht zu sagen, was man braucht. Aber wenn man es dann gesagt hat, dann fühlt es sich eigentlich immer echt geil an. Und das wusste ich, weil ich irgendwann angefangen habe, Lieder zu schreiben. Und dieses Lied, das schlief so lange in meinem Notizbuch rum und hat wahrscheinlich in Wirklichkeit 30 Seiten oder so. Und wir haben es runtergebrochen, wir haben es geschafft auf 5 Strophen. Drunter machen wir es nicht. Wir wollen euch ganz laut hören, bitte bis die Nachbarn klingeln. Yay. Ich bin es so leid, deine Leinwand zu sein, auf der nur dein Bild von mir gilt. Ich hab so lang geglaubt, davon frei zu sein und dann doch nur Erwartung erfüllt. Ich bin zu viel oder nicht genug, zu viel Gewicht, zu viel Meinung, zu viel Wut, zu laut, zu schüchtern, zu dünn, zu fett. Zu gierig, zu schwierig, zu leise im Bett. Wenn ich nicht liebend und gebend und selbstlos bin und dafür lebe, irgendwann Mutter zu sein. Und ein Püppchen, das täglich seinen Charme hat, rimmt, dann ist klar, dass mit mir was nicht stimmt. Und ich bin so müde, weil ich niemals richtig sein kann, denn ich bin eine Frau, kein Mann. Und alles immer nach deinem Maß. Wer erlaubt dir das? Hä? Jetzt setz ich das Maß. Und drunter mach ich's nicht. Begreif doch, du bist hier privilegiert. Du willst immer das Thema. Du sitzt oben im Rang und hast applaudiert. Und ich blute mir in der Arena. Ich blute und leide Schmerzen. Aber hey, weil ich blute, bist du auf der Welt. Und wie schön, dass du auf dieser Welt bist. Ja, du hast dein Geschlecht nicht gewählt. Aber du hast Verantwortung für dein Verhalten. Hat Mami dir das schon erzählt? Und ich werde es dir nicht nochmal erklären, denn das ist nicht mein Job. Lies ein Buch, komm einmal vom Thron deiner Deutungshoheit. Und spar dir den nächsten Spruch. Dann denk an mich beim nächsten Kneipenwitz und steh auf, wenn du mutsch genug bist, denn drunter mach ich's nicht. Für euch zu spielen. Und es ist so schön, hier mit all diesen Menschen im Raum zu sein. Vielen, vielen Dank für alle, die heute da sind. Das liebe Team von Streamio, die uns heute abfilmen für euch. Dali Lichtenstein, habe ich schon gesagt, am Sound. Doty Yoke für, dass wir diesen Raum hier verwenden dürfen. Es ist ganz, ganz toll, dass wir hier sein können. Und alle Menschen, die überhaupt sich darum gekümmert haben, dass ihr Bescheid wisst von uns. Danke an dieser Stelle, muss ich unbedingt nochmal sagen, an mein liebes Team von Kick the Flame. Die haben sich richtig ins Zeug gelegt, damit das heute hier alles auch so stehen kann. Es braucht immer viel so Papierkram, Scheiß, und das machen die immer für mich, das ist super, dann kann ich einfach in Ruhe singen. Danke.
Außerdem muss ich noch mal ein Riesendankeschön geben an meine Booking-Agentur, Golden Ticket, weil es ist wirklich nicht selbstverständlich. Wir haben dieses Jahr tatsächlich Konzerte gespielt. Und auch danke an euch, dass ihr wirklich alle gekommen seid. Das war irgendwie übelst abgefahren, vor allem, wenn die Leute nackt im Gesicht waren. Weil man wirklich merkt, man sieht tatsächlich die Mimik nicht. Also ich dachte immer, man guckt in Augen und dann sieht man halt, was jemand so fühlt. Aber anscheinend braucht es dann doch den Mund. Das ist abgefahren, oder? Was ist das menschliche Gehirn so verrückt? Was machen wir denn jetzt? Ach genau, wir erzählen eine Geschichte. Und zünden wir erzählen, die Kerze dafür dann. Wir zünden unbedingt die Kerze an, weil ich muss sagen, ich bin wirklich ganz, ganz froh, gerade wenn mich Leute fragen, wie geht's denn dir gerade? Und heute habe ich ja ganz vielen Leuten geschrieben, ich spiele heute Abend ein Online-Konzert, kommst du auch? Und dann haben ganz viele zurückgeschrieben, hey, ich habe schon 180 Jahre nichts von dir gehört, wie geht's dir denn? Und da habe ich wirklich von Herzen sagen können, mir geht es richtig gut gerade. Und ich bin so dankbar über alles, was gerade ist. Und ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin und dass alle meine Lieben noch gesund sind. Dass ich diesen Job machen kann, den ich hier mache, dass ich davon leben kann, dass ich Musik mache, dass ich all die tollen Menschen hier um mich habe, die das mit mir machen. Das ist einfach so, so schön. Und dass ihr da seid und dass ich das Gefühl habe, ihr seid auch da, wenn wir irgendwie im Lockdown sind oder wenn wir nicht beieinander live sein können. Trotzdem seid ihr da, ihr schreibt und ihr schickt so Herzen in diesen Chat und überhaupt, mein Kind wollte nicht früher schlafen. Es tut mir so leid, Iris. Iris schreibt, ihr Kind wollte nicht schlafen. Jetzt ist sie, ach so, das kenne ich auch, oh Gott. Gleich kommt's rausgetapst. Mama. Und dann nimmst du es einfach mit. Ich sage auch nichts Schweinisches mehr, versprochen, Iris. Wir können auch noch ein Weihnachtslied bestimmt spielen, aber erst später. Jetzt möchte ich euch gerne das machen, was ich ursprünglich mal dachte, als ich dachte, ich könnte ja irgendwann mal Liedermacherin sein. Was ist eigentlich eine Liedermacherin, werde ich ganz oft gefragt. Und für mich waren so riesengroße Vorbilder, waren zum Beispiel, mein erstes riesengroßes Vorbild war Gerhard Schöne. Und Gerhard Schöne hat eine CD gemacht, die heißt Seltsame Heilige, die kann ich euch sehr empfehlen. Da hat er nur wahre Geschichten erzählt, in Songs. Und ich meine, ich bin ja wirklich die Queen der 8 Milliarden Worte. Und mir fällt es gar nicht so leicht, eine Geschichte in ein paar Strophen zu packen. Aber es ist wirklich eine wunderschöne Herausforderung, Geschichten in Songs weiterzuerzählen. Und ich habe im letzten Jahr eine Geschichte entdeckt von einer ganz, ganz, ganz besonderen Frau. Und die möchte ich euch erzählen. Viele, viele Menschen kennen diese Frau gar nicht. Ich kannte sie auch nicht. Und sie ist auch mir wahrscheinlich deshalb noch nicht begegnet, weil ich auch sehr anders bin als sie. Ich habe viele Privilegien, die sie nicht hatte. Und ihr Leben hat mich sehr, sehr berührt und ich versuche hier etwas, das schwierig ist und nicht leicht ist, nämlich ein Ally zu sein. Also jemand, der eine Geschichte erzählt von jemandem, die er gar nicht nachempfinden kann. Denn ich bin weiß und ich bin, als Frau geboren, ich fühle mich als Frau und deswegen ist es schon etwas Besonderes, diese Geschichte zu erzählen, denn es handelt sich um die Geschichte von Marsha P. Johnson. Manche von euch kennen sie vielleicht und für alle, die sie nicht kennen, erzähle ich die Geschichte von ihr. Marsha hat in den 80er, 90er Jahren in New York gelebt und sie war eine schwarze, queere Transfrau, sie war eine Drag Queen und sie war eine Sexworkerin und sie hat sehr, sehr, sehr viel bewegt in den Menschen, die sie, denen sie ihre Liebe geschenkt hat. Und sie hat trotz der vielen Diskriminierung, die sie in dieser Zeit erfahren hat, hat sie es irgendwie geschafft, so anmutig und so schön zu sein und so lebensfroh und so liebevoll zu bleiben und ihr Herz offen zu halten. Und ich weiß, dass es ganz, ganz schwierig ist. Auch wenn ich das aus einer völlig anderen Sicht bewerte, denn ich bin nicht schwarz, ich bin nicht trans. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe großen Respekt davor, diese Geschichte zu erzählen. Und die Marsha, die hat nicht nur Diskriminierung erfahren von der Polizei oder von der Zivilgesellschaft um sie herum, die vielleicht heteronormativ gelebt hat. Und das wusste ich nämlich gar nicht, sondern das war ja auch die Zeit des ersten Christopher Street Day und von Stonewall. Und beim ersten Christopher Street Day hat man die Transmenschen tatsächlich noch in die letzte Reihe geschickt, weil man gesagt hat, ihr seid keine richtigen Frauen und ihr seid keine richtigen Männer. Also die haben sich untereinander auch noch diskriminiert und das hat mich so sehr berührt. Und Marsha, die hat immer so einen Blumenkranz auf dem Kopf gehabt und war unter anderem eine der Musen von Andy Warhol und sie hat eine tolle Freundin, die Sylvia Rivera, und die haben sich gar nichts nehmen lassen.
Die sind trotzdem auf die Bühne gestürmt und haben das Maul aufgerissen, so wie sich's gehört. Für echte Löwinnen. Und eines Tages ist die Marsha tot im Hudson River gefunden worden mit einem Loch im Kopf. Und niemand hat je aufgeklärt, was ihr passiert ist. Und es sterben tagtäglich meistens weiblich gelesene Personen. Und es wird einfach auch nicht geschaut, was da wirklich ist, weil sie war schwarz, sie war trans und sie war eine Sexworkerin. Und man hat einfach gesagt, ja, wahrscheinlich ist sie halt besoffen ins Wasser gefallen und irgendein Freier hat sie da reingeschmissen oder was weiß man schon. Und das ist das Würdeloseste, was man einem Menschen antun kann. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Es gibt Lieder und es gibt die Musik. Und das überdauert den Tod. Und als die Marsha gestorben ist, sind ganz viele Menschen gekommen, haben für sie überall Kerzen hingestellt und haben für sie gesungen und haben gewusst, okay, wir müssen dieses Licht jetzt weitertragen. Und dieses Licht weiterzutragen, das geht so, indem jeder von uns das eigene Licht strahlen lässt und es genauso macht wie die Marsha. Und ich möchte ihr hiermit ein Denkmal setzen. Und ich hoffe, ich kann es entsprechend und adäquat tun und euch die Geschichte erzählen, in Würde und Liebe und in Ewigkeit, die Geschichte von Marsha P. Johnson. Juli 92 die Sonne unterging, am Hudson River, West Village, New York, standen sie alle, deine Drags, deine Leute, und weinten um dich, und sie zogen dich heute über die Mauer, Mädchen vom queeren Strich. Hure und heilige Drag Queen und Mutter, deine Liebe war unerschütterlich, und sie räumten den ganzen Pier für dich und tausend Blumen und Kerzen an diesem Tag, an der Stelle, an der dein Körper lag. Sture Blume durchbricht den Beton die Straßen dieser Stadt zum deinen Song. I may be crazy, but the dawn. Ein Unglücksfall war, doch es kam nie heraus, was dir wirklich geschah. Viele von euch verschwanden wie du und sie schauten nicht nur tatenlos zu. Mädchen oder Junge, fragten sie dich und behaupteten, es sei ihre Pflicht. Du gingst oft in die Knie, doch sie brachen dich nicht. Nichts, was dir geschah, löschte jemals dein Leben. In der Christopher Street, Mädchen oder Junge, haben sie gefragt. Ich will ganz nach vorn, hast du gesagt. Hey, no mind, baby, denn sie sind nur frei, wenn sie uns auch befreien. Denn auch wenn sie dich bespucken und kränken, du musst deinen Blick vor niemandem senken. Traum geboren von Freiheit aus dir. Viele bittere Tränen benetzten das Morgenrot. Doch dein stures Licht
überdauert den Tod. Und dein Zauber schwebt heute über unserem Leib, wie ein schützendes, heilendes Glitzerkleid. Dass wir sein können, was wir sind, weil du warst, was du warst, schönes Blumenkind. Und tausend Blumen und Kerzen an diesem Tag, an der Stelle, an der dein Körper lag. Thank you.
Fiona Dehne schreibt, und das muss ich jetzt lesen, also vorlesen, weil ich das so schön finde. Ich fühle mich zum ersten Mal dieses Jahr verbunden. Das finde ich ganz, ganz schön. Und ich fühle mich auch gerade sehr verbunden. Ich danke euch, dass ihr da noch sitzt, hoffentlich. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man gerade an solchen Tagen wie heute ist der zweite Advent, und ich will gerne mit euch teilen, dass ich heute sehr traurig war den ganzen Tag, weil heute ganz viele Leute nicht da sind, die ich gerne am zweiten Advent bei mir hätte, und ich sehr, sehr viel Sehnsucht und Vermissen spüre, und ich heute Nacht Besuch hatte von meiner Oma. Komischerweise, meine Oma hat mich heute Nacht besucht, obwohl sie schon gestorben ist. Und das ist schon sehr, sehr lange her. Das ist nämlich schon über 10 Jahre her mittlerweile. Und es war ganz verrückt, dass sie mir heute Nacht begegnet ist. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht sollten wir Edith heute singen. Auch ein Lied vom neuen Album. Denn es ist so schlimm, wenn man diese Gefühle, die Traurigkeit und das Vermissen und die Trauer werden bei uns in der Gesellschaft ganz oft ausgesperrt. Das Thema Tod auch. Und ich weiß, dass viele, viele Menschen jetzt gerade jemanden betrauern. Aus vielerlei Gründen. Vielleicht auch aus Gründen der aktuellen Situation. Aber vielleicht auch generell immer in so einer Zeit an Weihnachten. Und ich finde es so wichtig, dass dafür Platz ist. Und an dieser Stelle soll bitte Platz sein für all die toten Omas, all die toten Opas, all die Menschen, die wir heute nicht bei uns haben. Obwohl es schön ist und obwohl es weiter Advent ist. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Kat nochmal auf die Bühne bitten darf, um für uns die Oma ein bisschen zu ehren. Und es gab einen Tag letztes Jahr, oder was? Nee, vorletztes Jahr schon, an dem ich sehr, sehr traurig war. Und ich dachte, ich will unbedingt allein sein. Und bin da in den Wald gelaufen. Und der Erik, der wohnt ganz nah bei mir und ist mir zufällig begegnet mit seinem türkisblauen Schal und hat so geleuchtet und gesagt, hey, brauchst du gerade eine Umarmung? Du bist irgendwie traurig. Und ich habe gesagt, ja, stimmt. Eigentlich wollte ich niemanden sehen. Und dann hat mich Erik auf seine Couch eingeladen und hat mir eine Decke gegeben und einen warmen Tee und gesagt, hey, ich spiele ein Lied vor. Und dieses Lied hat mich so sehr berührt. Das war ein Refrain auf Englisch. Und er hat erzählt übers Loslassen. Und dass man, ja. Und über den Fluss. Über den Fluss. Und was der Fluss auch für eine Heilung und für einen Segen bringt. Nämlich, dass man, wenn man ganz ehrlich in sich reinspürt, weiß, dass man echt nur ein kleiner Mensch ist. Und dass ganz schön viel mehr im Kosmos abgeht. Und dass man sowieso die Dinge nicht steuern kann und nicht kontrollieren kann. Und dass alles wahrscheinlich irgendwo seine Richtigkeit hat, in dem, wie es ist, auch wenn es ganz schwer ist, manchmal anzunehmen. Aber darin wohnte das Lied, was wir jetzt spielen für meine Oma, unten am Fluss, auf dass wir uns alle eines Tages wiedersehen und dass uns alle unsere Tränen Heilung bringen, unten am Fluss. Jeder Träne wird ein Lied vollkommen sein. Eines Tages.
einsam und wehrlos am trüben Grund. Da fällt mir gerade ein Lied ein von Lukas Meister. Ist das die Leichtigkeit, die Leichtigkeit? Zwischen Nein und Kannsein schlafe ich ein, das muss die Leichtigkeit sein. Ich finde das ja wichtig, dass man irgendwie diese tiefe Schwere spürt und dann kommt auch irgendwie wieder die Leichtigkeit. Und ich will euch noch sagen, dass eben dieser Lukas Meister am 12.12., nämlich glaube ich genau in einer Woche oder am Samstag, ist es Samstag der 12.12., nee, spielt er ein Online-Konzert und er hat ein neues, ganz tolles Album gemacht, das ich schon hören durfte. Und ich werde dieses Jahr nochmal, weil es sind ja viele, viele Konzerte ausgefallen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Unter anderem ist auch eine ganz besondere Tour ausgefallen, die dieses Jahr zum ersten Mal für mich stattgefunden hätte mit zwei wundervollen Leipziger Musikern, Sascha Stieler und Antonio Lucaccio. Und wir hätten so einen Kirchenweihnachtsabend gespielt und es wäre wahrscheinlich richtig, richtig toll geworden. Und jetzt wird es dann doch noch toll, denn wir spielen auf jeden Fall nochmal ein Konzert für euch. Und das will ich euch hiermit jetzt schon mal sagen. Und ich werde euch natürlich dann auf meinen Kanälen und auch auf der Homepage von Sascha und Antonio wird man das sehen, auf der Homepage von Stieler und Lucaccio Duo oder auf meiner Homepage werde ich nochmal Bescheid sagen und auch über alle anderen Kanäle, wenn es dann ausgestrahlt wird. Es wird um die Weihnachtszeit rum. Ich weiß leider noch nicht das Datum. Aber ich freue mich ganz sehr, wenn ihr diesen besonderen Abend vielleicht auch mit uns teilen wollt. Und wir werden diesen Abend spenden an, also alles, was an diesem Abend reingeht, an Spenden geht an Viva Con Aqua. Denn die haben dieses Jahr auch leider ganz, ganz viele Spenden, die sie eigentlich eingenommen hätten, auf Konzerten und Festivals nicht eingenommen. Und deswegen brauchen die das ganz, ganz dringend. Wir kommen irgendwie schon zum letzten Lied. Ich bin völlig crazy im Kopf. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich könnte noch stundenlang hier sitzen und mit euch, vielleicht lese ich auch jetzt kein Gedicht, sondern sag einfach noch, was für ein Lied, what a hell. Aha, geil. Ah, schön. Ich möchte euch gern Danke sagen, dass ihr da seid, dass ihr spendet, dass ihr zuhört, dass ihr Herzen in den Chat schickt und so weiter. Weil das ist richtig, richtig wichtig in dieser Zeit, dass wir Musik miteinander teilen können. Und es, ja, ich wünsche mir mehr davon. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr alle nochmal live auf Konzerten. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall Hoffnung und Licht, ganz, ganz viel. Ganz egal, was ihr macht, wo ihr da draußen seid. Und ich möchte dieses Lied, was wir jetzt als letztes spielen, das heißt Licht und das ist entstanden im letzten Winter, als ich gedacht habe, Mann, das ist doch irgendwie irre, dass da draußen Leute rumrennen, die sich jetzt gegenseitig die Fresse einhauen wollen oder die irgendwie rumschreien. Und ich glaube, und ich sage es jetzt einfach ganz klar, so wie es ist, ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es sehr, sehr, sehr viel Privilegienblindheit und wir haben ein riesen, riesen Privileg.
Nämlich, dass wir die Chance haben, gesund durch diese Pandemie zu kommen, ist ein Riesenprivileg. Und wir sollten uns ganz, ganz gut überlegen, wie wir miteinander umgehen in dieser Zeit. Und ich finde es völlig okay, dass man sich geirrt hat und dass man sich vielleicht auch anders entscheidet, als man es vor 3 Wochen dachte. Auch mir ist es schon oft im Leben passiert und wenn ihr ehrlich seid, euch auch. Viel zu wenige Menschen sprechen darüber. Ich glaube, für uns alle ist es das erste Mal. Aber was ganz wichtig ist, es sind jetzt Prioritäten da und die Priorität ist jetzt, dass man die Menschen, die krank sind, unterstützt und dass man vor allem die Leute auch unterstützt, die diese Menschen pflegen, die krank sind. Und deswegen möchte ich es allen widmen, die in Krankenhäusern arbeiten, die sich die letzten 2 Jahre völlig kaputt gemacht haben. Einfach, weil ich weiß, dass es Berufe gibt, und auch das ist ein feministisches Thema, die nicht gut entlohnt werden und die auch nicht gewertschätzt werden und die jetzt ganz besonders extra wichtig sind. Und das zeigt auch nur auf, was vorher auch schon scheiße war. Aber wir müssen viele, viele Dinge ändern. Und ich wünsche mir mehr, dass wir mehr Dinge machen in unserer Gesellschaft, die wirklich für uns alle Sinn machen. Und dass wir uns wieder begegnen und dass wir uns alle Licht und Hoffnung geben, gegenseitig, und uns nicht noch für irgendwas die Schuld geben. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Viel Kraft, viel Liebe, viel Licht, schöne Weihnachten. Danke, dass ihr da wart. Und ich werde noch sagen, bevor du jetzt einzählst, dass ich nachher noch auf Instagram, gehe ich nachher noch so live online und quatsch mit euch rum im Backstage. Also wir haben hier so eine Backstage-Lounge. Da könnt ihr mir noch mal Fragen stellen oder wir reden ein bisschen miteinander und sagen uns alle Hallo. Ich danke allen, die heute da waren und alle, die heute hier waren und die dabei waren. Und vielen Dank an euch. Licht.
Straße brennt schon Licht. Vorarlberg ist auch dabei. Sind wir off? Sind wir raus? Wir sind noch drin. Hallo! Ach so, ich dachte, ihr blendet jetzt hier. Aber du hast recht, wir haben noch was versprochen. Wenn sie laut genug klatschen, dann spielen wir noch nichts. Natürlich. Ist doch ganz klar. Sie klatschen mit Beinen und Armen. Super. Schwenkt eure Extremitäten. Die Leschi spielt noch was mit Strand und Fischbrötchen. Geil. Ich lese mal ein bisschen. Ach, krach mal, Ilse hat wieder geschrieben. Ey, wir haben das Lied vergessen. Erik, wir müssen auch das Lied spielen. Welches wollen wir zuerst machen? Dann erst 1001. Ja, denn wir haben es, Krachmacher Ilse, haben wir es wirklich versprochen. Du hast total recht. Das ist ja, Versprechen muss man einhalten. Also gut, Jens Spahn ist da ein anderes Thema, aber also so, also macht ihr bitte eine Zugabe so, als ob. Ja, wir machen so, als ob. Bernd, wir machen so, als ob. Ich verspreche es. Okay, wir machen so, als ob. Als ob das live wäre. Dieses Lied, ist, das, also das ist, darf ich kurz was dazu erzählen? Dann kannst du auch noch was, ich weiß nicht, willst du auch noch was erzählen? Vielleicht willst du auch was Vielleicht. Erzählen. Vielleicht, ich wollte nur mal die Stimmung, ob ja, stimmt, alles du mal, gut ich mach klingt. Mal, ich erzähl mal, also Erik und ich, wir sind uns vor vielen, vielen, vielen Jahren begegnet auf dem, ja, hol dir mal einen Wein unbedingt, bring doch den Wein mit, weil ich habe auch nichts mehr. Erik und ich sind uns vor vielen, vielen Jahren begegnet auf dem Paradiesvogelfestival. Das ist so ein kleines Liedermacherfestival. Liebe Grüße an alle Menschen, die irgendwie dabei sind, die schon mal da waren oder vielleicht sogar Teil davon waren. Da sind wir uns begegnet und eines Tages hat Erik mich gefragt, hey, ich habe einen Song geschrieben und ich hätte dich gerne dabei auf dem Album. Möchtest du gerne mit mir singen? Und hat mir diesen Song geschickt. Und dieses Lied hat mich sehr berührt, weil es hat mich total erinnert an die Zeit, als ich Mama geworden bin. Das erzählt die Geschichte eines Paars und ja, irgendwie glaube ich, dass viele, viele Menschen oder auch inklusive mir immer denken, ja, wenn man irgendwie Eltern wird und wenn man irgendwie zusammen ist, dann muss immer alles toll sein und alles perfekt sein und erst dann kann es richtig losgehen. So. Und das ist eigentlich ein Trugschluss, weil irgendwas ist halt immer und das Leben ist einfach so ein Auf und Ab miteinander und man geht durch schwere und durch krasse Zeiten auch. Aber die gute Nachricht ist, dass es allen anderen Menschen auch so geht. Und ja, irgendwie hat mich das sehr erinnert an die Geschichte von mir und meinem Sohn und dem Papa von meinem Sohn. Wir haben wirklich eine sehr, naja, wie soll ich sagen, aufregende Zeit gehabt. Wir sind früh Eltern geworden und das war nicht immer einfach für uns beide. Und ich habe immer gedacht, ich dachte ja erst die ganze Zeit, ich habe recht. Ich hatte so Pubertät, bis ich 32 war und dann dachte ich irgendwann, okay, vielleicht hat er es mit mir auch nicht so leicht gehabt. Und da hat das Lied auch ein bisschen geholfen, deswegen finde ich das so schön und freue mich sehr, dass Krachmacher Else sich das gewünscht hat. Und jetzt vielleicht erzählst du, weil du hast es geschrieben. Also. Ja, du hast eigentlich alles gesagt, aber ja, die Reise sinnbildlich für die Beziehung und ja, dass man auf dieser Reise sich einfach so nimmt, wie man ist und dass es nicht das Perfekte gibt. Und auch diese Aufbruchsstimmung, die im Refrain zu hören ist, einfach machen und einfach zusammenhalten. Und es gibt halt 1000 Menschen um einen rum, die genau die gleichen Themen haben wie du selber. Und dann diesen einen Menschen an deiner Seite. So heißt das Lied. 1001 Menschen. Jetzt sagst du mir noch die Tonart? C-Dur. Ah, dann ist es doch, Entschuldigung, dann war das mit dem Koffer völlig zweitens. Aber dann habe ich schon die richtige.
trotzdem danke, Johannes Bigge. Du hast den Wein geholt. Spielst du noch einen Rhodes dazu? Ja, spiel einen Rhodes. Komm, mach doch. Wir sollen so wie live ist. Also alles Zugabe, schreien viele. Ja, ich nehme noch einen Schluck. Ich glaube, ich brauche heute Abend aber ein Taxi. Obwohl, ich fand das so geil, ich war mal auf dem Hans-Söllner-Konzert, das muss ich kurz erzählen. Und er hat erzählt, das fand ich echt geil. Er meinte, weißt du, wenn ich ein Konzert mache, ist immer so scheiße, dann steht die Polizei an jeder Ecke und hält die Leute an, weil die denken, die haben bestimmt gekifft, weil ich bin ja Hans-Söllner und ich habe Dreadlocks. Ich bin auch Sarah Lesch und ich habe Dreadlocks. Und deswegen hat er gesagt, hey, tut mir doch einen Gefallen, alle, die nüchtern sind, fahrt doch bitte in Schlangenlinien nach Hause. Weil dann sind die abgelenkt und kontrollieren alle, die nüchtern sind. Naja. Ich weiß nicht, ob das so eine richtig geile Idee war, lieber Hans, aber liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Auch alte weiße Männer können sich mal irren, das kann man daran sehen. Weil natürlich Sicherheit im Straßenverkehr geht vor, deswegen nehme ich heute ein Taxi und trinke noch einen Schluck Wein. Und Johannes Bigge spielt jetzt einen Rhodes. Woo! Und auf die 1100 und wie viele Menschen, die heute hier waren. Ja, auf alle Menschen, die heute... Da draußen. Mega. Auf euch. Cheerio. Cheers. Salute. Und Skoll und Slanchevaha. So nicht zählt. Und Egger Schäggerdre. Ich dachte ja immer, das heißt auf dein ganzes Wohl, aber es heißt auf deinen ganzen Arsch, wenn man es falsch sagt. Und sie war 18. In ihren Träumen wollten sie die Welt sehen. Daumen raus bis nach Südfrankreich, Avignon. Dieses Leben, dieses Abenteuer. Zwei Flaschen Weißwein, ein Lagerfeuer. Gitarren und am Sternenhimmel bis tief in die. Köpfen gibt's noch all die vielen Fragen.
Ach, danke für den schönen Abend. Oh, Leute, ich möchte gar nicht mehr aufhören. Das war so schön. Jenny sagt, wir sollen uns weich geknuddelt fühlen. Wir fühlen uns weich geknuddelt, Jenny. Vielen Dank. Woohoo. Es war ganz wundervoll, euch zu sehen. Lasst euch keinen Quatsch erzählen, denn wir brauchen ganz vieles gar nicht, von dem wir immer denken, dass wir es brauchen. Und deshalb singen wir jetzt diesen Chanson. Schalala, komm, wir fahren zum Strand. Komm, wir leihen uns ein Zimmer und bleiben da für immer. Komm, wir liegen unterm Schlafsack im schneeweißen Sand und fassen uns an, einfach weil es nicht erlaubt ist. Komm, wir sehen uns, wie wir sind und sagen ja, bitte. Die Welt ist was Schönes und wir sind die Mitte. Und wir brauchen nichts, gerade höchstens ein bisschen Leichtsinn und Mut. Der Rest wird von alleine gut. Und wir brauchen nichts, gerade außer ein bisschen Luft und Liebe. Komm, wir fahren zum Strand. Komm, wir trinken ein Bier. Ich trink mich zu dir und du trinkst dich zu mir. Da wartet was Gutes und wir suchen den Anfang. Komm, ich fahr dich zum Strand. Komm, wir atmen uns an. Wo das Alte verblasst, kann was Neues beginnen. Hey, du bist schön, sag doch mal von innen. Und wir brauchen nichts, gerade höchstens vielleicht ein Steuerrad zum selber lenken. Und wir brauchen nichts, gerade außer der Erkenntnis, dass wir mehr steuern, als wir denken. Komm, wir machen Musik, gleich da unten im Hafen. Und schert uns nicht darum, was Leute sagen. Und schlafen im Schlafsack unter den Sternen. Und im besten Fall wärmen wir uns an der Version von uns, die gerade oben liegt. Komm, ich fahr dich zum Strand. Komm, wir malen uns Bilder, in denen kein Mensch ewig wohnen kann. Und wir brauchen nichts, gerade höchstens ein bisschen weniger Luxus. Was wir uns geben. Und alle deine Träume sehen gut an dir aus. Hey, die stehen dir brillant. Aber du nimmst sie ja leider meistens nicht mit nach Haus. Und wenn doch, dann landen sie im Schrank. Zusammen mit den Muscheln und dem restlichen Sand. Und ab und zu riechst du dran. Hast du schon wieder blasse Haut. Und erinnerst dich dann, dass man frei sein kann, wenn man sich traut. Komm, wir sitzen auf dem Dach. Komm, wir bleiben lange wach. Und machen uns statt Gedanken ein Bier und das Herz auf. Und dann sind wir innen und außen offen. Und die Liebe ist blind und taub und besoffen. Und wenn du morgen früh Entschuldigung, egal für was. Komm, wir machen diese Firma auf und die heißt Jungen. Komm, ich fahr dich zum Strand, morgen früh kommen wir an. Wir rennen einfach los und denken nicht an die Landung. Und jetzt mit Schwamm sperrt die Brandung. Wohnzimmer, Publikum, ab geht die Luzi. Thank you.
bisschen Luft und Liebe und ab und zu mal ein Fischbrötchen oder eine vegane Alternative, eiweißhaltig. Ich hoffe, ihr habt die Nachbarn verärgert. Tschüss!